Wenn die Sonne draußen wieder strahlt, soll es auch drinnen glänzen. Beim Putzen von Bad und Küche oder auch beim Arbeiten im Garten oder im Hobbykeller. Regelmäßig benutzen wir chemische Produkte. Aber achten wir auch auf die Gefahrensymbole? Gefahrensymbole sind meistens bei den chemischen Produkten aufgeführt. Sie geben Auskunft über mögliche Risiken beim Umgang mit diesen Produkten. Deshalb gilt stets vor der Verwendung die Symbole beachten und die Etikette lesen. Symbole kennen heißt Gefahren vermeiden. Die neuen Gefahrensymbole sind weltweit einheitlich. Sie sind schwarz auf weißem Grund dargestellt und rot umrahmt. So erinnern sie an Warnhinweise im Straßenverkehr. Dieses Symbol bedeutet Vorsicht gefährlich. Diese Produkte können die Haut irritieren und Allergien oder Ekzeme auslösen. Diese Produkte sind hochentzündlich. Hier gilt es, Zündquellen zu vermeiden und auf die Lagertemperatur zu achten. Dieses Symbol bedeutet brandfördernd, da die Produkte Brände beschleunigen. Diese Produkte sind gewässergefährdend. Sie schädigen Wasserorganismen wie Fische, Wasserinsekten und Wasserpflanzen. Hier gilt es, die Dosiervorschrift zu beachten. Diese Produkte sind explosiv. Sie dürfen nur von Fachleuten oder ausgebildetem Personal angewendet werden. Diese Produkte sind ätzend. Sie können schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen und bestimmte Materialien auflösen. Dies ist das Symbol für Gas unter Druck. Behälter mit komprimierten Gasen können durch Hitze oder Verformung bersten. Dies ist das Symbol für gesundheitsschädigende Produkte. Diese dürfen niemals eingenommen werden und jeder unnötige Kontakt soll vermieden werden. Dies sind die hochgiftigen Produkte. Diese können schon in kleinen Mengen zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Kaufen Sie bewusst ein und kaufen Sie nur so viel wie nötig ein. Beachten Sie die Gefahrensymbole und die Sicherheitshinweise. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen, halten Sie die Mengenangaben ein. Bewahren Sie die Produkte so auf, dass Kinder keinen Zugriff haben und füllen Sie die Produkte nie in Lebensmittelbehälter um. Wichtig ist auch, dass Produktreste, die nicht mehr gebraucht werden, richtig entsorgt werden. Wenn trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen ein Unfall mit Chemikalien passiert, dann muss man sofort reagieren. Hilfe erhält man unter der Nummer 145. Das ist die 24-Stunden-Notfallnummer der Tox Info Swiss. Hier erhält man gratis ärztliche Auskunft bei Vergiftungen oder Verdacht auf Vergiftung. Damit es jedoch nicht so weit kommt, betreibt der Bund die Kampagne «Genau geschaut, gut geschützt». Auf der Homepage www.cheminfo.ch findet man alle Informationen zum Umgang mit chemischen Produkten im Alltag. Zudem gibt es eine Gratis-App für das Smartphone oder Tablet. So steht dem Wohnungsputz nichts mehr im Weg.